worauf du bei der Auswahl deines Business Coaches achten solltest. Stell dir vor, du hast folgende Situation. Du hast einen Dienstleister, einen Berater, einen Coach, suchst du dir und du hast jetzt zwei Menschen zur Auswahl. Du hast auf der einen Seite Bernd, 45 Jahre alt, und du hast Christian, 24 Jahre alt. Bei wem von beiden würdest du jetzt mehr Expertise erwarten? Wenn du jetzt auf Bernd getippt hast, dann bestätigt das den weit verbreiteten Glaubenssatz, dass Alter gleich Expertise bedeuten würde. Warum das in ganz vielen Fällen nicht so ist, schauen wir uns jetzt in diesem Video gemeinsam an. Kommen wir nochmal zurück zu dem Beispiel mit Bernd und mit Christian. Bernd ist 45 Jahre alt, das heißt, er hat 45 Jahre Lebenserfahrung. Christian hat gerade mal 24 Jahre Lebenserfahrung. Wie soll er jetzt ein besserer Experte sein als Bernd? Die Frage ist doch aber, willst du einen Experten darin, wie man es schafft, möglichst lang zu überleben, oder willst du einen Experten darin, in dem Thema, was du suchst? Und jetzt stell dir folgende Situation vor. Du hast hier Bernd als Mensch, der 45 Jahre schon Erfahrung in irgendwas hat, der aber vielleicht im Bereich Marketing, wo du gerade eine Begleitung suchst, oder im Bereich Business Coaching, nur ein Jahr selbst Erfahrungen gesammelt, während Christian auf der anderen Seite schon mit 16 angefangen hat, sich mit dem Thema zu befassen und schon mit 18 sein eigenes Business gegründet hat, erfolgreich aufgebaut hat, mehrere Mitarbeiter hat und mittlerweile schon 4 Jahre lang ein Unternehmen führt und 8 Jahre lang sich mit der ganzen Thematik auseinandersetzt. Bernd wiederum hat vor 12 Monaten mit der Thematik angefangen und vor 6 Monaten sich selbstständig gemacht und die ersten Erfahrungen gesammelt. Wem würdest du jetzt mehr Expertise zusprechen? Wahrscheinlich Christian. Und das ist dann auch genau das, wo die Expertise liegt, nämlich in der Erfahrung, die jemand hat, in der tatsächlichen Erfahrung und in dem Wissen, was derjenige sich angeeignet hat, in den eigenen Weiterbildungen, die jemand gemacht hat und nicht in der reinen Erfahrung durch Alter. Ich durfte selbst viel die Erfahrung machen, mit älteren Menschen zusammenzuarbeiten, sowohl als Mentoren als auch als Mentee und mit jüngeren Menschen. Und es gibt bei beiden Seiten natürlich Vorteile. Es ist definitiv der Wahrheit entsprechend, dass jemand Älteres grundsätzlich mehr Lebenserfahrung mitbringt. Was das aber genau bedeutet, hat nichts zu heißen. Das heißt, du weißt nicht, wie viel was diese Lebenserfahrung ist, ob der einfach 45 Jahre lang auf der Couch gelegen hat, Netflix geguckt hat und vielleicht Experte im Binge-Watching ist, und der Christian eben mit schon gefühlt im Kindergarten sein erstes Business gegründet hat. Ich durfte mal jemanden kennenlernen, der hat mit 12 Jahren schon im Network Marketing auf der Straße Kaltakquise gemacht, aus Versehen einen Polizisten angesprochen, der zivil war und da Ärger bekommen. Also der hat definitiv schon mehr Erfahrung, als die meisten 45-jährigen Deutschen überhaupt Business-Erfahrung haben, weil die meisten Menschen einfach nur dem klassischen Weg folgen, sich ausbilden lassen, also Schule, Ausbildung, Studium, Job, sowas, und dann dort 20, 30 Jahre lang drin sind und vielleicht dann auf den Trichter kommen, was anderes zu machen. Wenn das bei dir der Fall ist, ist es super gut, jetzt damit zu starten, weil du solltest deinen Träumen nachgehen. Aber bei der Auswahl deiner Experten solltest du nicht aufs Alter achten. Und wenn du jetzt jemanden dir auswählst, ist egal, ob der 22, 28, 38 oder 45 ist. Es kommt darauf an, was hat er für eine Ausstrahlung, ist derjenige authentisch, was hat derjenige für eine Expertise und vor allem auch, was hat derjenige für Testimonials. Was sagen seine Kunden über ihn, was kann er für Ergebnisse nachweisen und passt er für genau das Thema, was du hast. Und dann kannst du das Ganze herausfinden, ob derjenige für dich passt. Am besten ist es dann, du hast jemanden, der auch die Möglichkeit bietet, denjenigen erstmal kennenzulernen, entweder online oder offline, zum Beispiel in Form von einem kostenlosen Workshop, einem Seminar oder ähnlichen Dingen. Wenn du jetzt auf der Suche nach einem Coach, nach einem Business-Mentor bist, dann kannst du sehr, sehr gerne mal bei uns vorbeikommen, uns kennenlernen auf einem Seminar. Wir haben regelmäßig Seminare, sowohl offline als auch Workshops online, um eben Menschen die Möglichkeit zu geben, uns kennenzulernen, schon mal gemeinsam eine Strategie auszuarbeiten. Wenn du da Lust drauf hast, dann vereinbare gern einfach mal ein Gespräch mit unserem Team und lass dich informieren, wann die nächsten Seminare stattfinden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Und natürlich wie immer, damit du kein weiteres Video verpasst, aktiviere die Glocke. Dein Tibor.